Hallo liebe Hungrige, Gulasch gibt's ja in so vielen Varianten. Alleine hier auf meinem Kanal ist das heute die 17. Doch ich sag euch ganz ehrlich, als Auflauf, das war mir neu, sehr, sehr lecker. Kann ich euch nur empfehlen und darum bereiten wir ihn heute zu und brauchen dafür einige Paprikaschoten, die können bunt gemischt sein, müssen es aber nicht. Wir brauchen Zwiebeln und Kartoffeln, am besten vorwiegend festkochende und gemischten Gulasch, also von Schwein und Rind. Außerdem Rinderbrühe oder auch Rinderfond, Creme fraiche, alternativ Schmand. Wir brauchen geriebenen Käse, etwas Mehl und Tomatenmark. Geschmacklich abgerundet wird dann alles noch mit den Gewürzen Pfeffer, Salz und Paprika edelsüß. Wir beginnen mit einigen Vorbereitungsarbeiten. Die geputzten und vom Innenleben befreiten Paprikaschoten schneiden wir klein. Die geschälten Kartoffeln werden gewürfelt. Und die natürlich ebenfalls geschälten Zwiebeln schneiden wir in Streifen. Nun geben wir das Öl entweder in einen weiten Topf oder, so wie ich, in eine Schmorpfanne, erhitzen es und geben dann die Fleischstücke hinein. Diese werden nun bei hoher Temperatur rundherum angebraten, und zwar kräftig, rühren dabei und wir würzen das Fleisch auch gleich, gebt reichlich Pfeffer dazu, ebenso Salz und außerdem Paprika edelsüß. Die Gewürze einrühren und alles weiter anbraten. Sind wir dann soweit, kommen nun auch die geschnittenen Zwiebeln mit dazu. Alles mal durchrühren und die Zwiebeln so für 3-4 Minuten mit anrösten. Im nächsten Arbeitsschritt kommen nun auch die Paprikastücke mit in die Pfanne. Wieder alles miteinander verrühren, bei mittlerer Temperatur. Dann den Deckel auflegen und alles weitergaren für ca. 5 Minuten. Danach nehmen wir den Deckel ab, rühren alles um und lassen die ausgetretene Flüssigkeit verdampfen. Danach geben wir das Tomatenmark mit dazu. Am besten erst in der Mitte so ein bisschen anrösten und anschließend vollständig einrühren. Haben wir dies erledigt, verfahren wir mit dem Mehl ebenso. Dieses also einstreuen und anschließend unterrühren. Nun löschen wir mit der Rinderbrühe bzw. dem Rinderfond ab. Kurz verrühren und je nach Geschmack, doch ich empfehle das schon, jetzt nochmal nachwürzen. Und zwar wie gehabt mit Pfeffer, mit Salz und noch ein bisschen Paprika edelsüß. Alles wieder verrühren und dann kurz aufkochen lassen. Nun brauchen wir eine Auflaufform geeigneter Größe und geben in diese nun die Kartoffelwürfel hinein. Vielleicht noch ein bisschen gleichmäßig verteilen. Wir nehmen die Pfanne vom Herd und geben den Inhalt nun mit in die Auflaufform. Und ob ihr das nun mit einer Kelle macht oder die Gulaschmischung gleich aus der Pfanne hineinschüttet, bleibt euch überlassen. Und dann ab damit in den Ofen, wo unser Auflauf bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 Minuten erstmal gebacken wird. Es dürfen auch 25 sein. Anschließend nehmen wir die Form kurz mal heraus und verteilen auf der Oberseite nun die Creme fraiche. Und damit es für euch nicht zu langweilig wird, mache ich das mal im Eiltempo. Bleibt noch als abschließender Handgriff, die Oberseite mit reichlich geriebenem Käse zu bestreuen. Dann wieder zurück in den Ofen, wo der Auflauf nun bei gleicher Temperatur in nochmals 20 Minuten fertig gebacken wird. Wenn euer Ofen über solch eine Funktion verfügt, könnt ihr ihn in den letzten Minuten auch auf Überbacken stellen. So lecker jedenfalls sollte unser Auflauf dann aussehen, brodelt ja noch und schmeckt wirklich köstlich. Da ja Kartoffeln drin sind, bedarf es auch keiner weiteren Beilage. Ist ein schönes Familienessen, passt aber natürlich genauso gut für Party oder Brunch. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber einen Gyros-Auflauf zubereiten möchtet und es als Dessert vielleicht ein Stück Schokoladenkuchen geben soll, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.